Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Weihnachtsmuffel-Spezial. Und zwar habe ich Tipps für euch oder gute Ratschläge, wie das Weihnachtsfest, auch wenn ihr Weihnachten nicht besonders mögt oder dieses ganze Familien drumherum immer in Stress ausartet oder ihr das Ganze überhaupt nicht besonders leiden könnt, dann habt ihr hier ein paar Tipps an die Hand, wie das Ganze ein bisschen erträglicher wird. Teilweise sind die natürlich nicht ganz so ernst gemeint, die Tipps, aber ja, damit kommt auf jeden Fall ein bisschen weiter, sag ich mal. Und zwar... Die erste Frage ist natürlich, was stört euch überhaupt an Weihnachten? Wenn es zum Beispiel der Grund ist, dass Weihnachten in so eine Art Konsumrausch ausartet und gar nicht mehr so der richtige Sinn und Zweck hinter Weihnachten hervorkommt und ignoriert wird oder untergeht in diesem ganzen Weihnachtstrubel mit den ganzen Beleuchtungen, heller, bunter, umso mehr... desto besser oder je mehr Geschenke, desto besser, je teurer, desto besser, keine Ahnung. Wenn es daran liegt, dann könntet ihr euren Eltern zum Beispiel vorschlagen oder den Leuten, mit denen ihr halt Weihnachten feiert, entweder ganz auf Geschenke verzichten, um diesen ganzen Konsumtrubel, Geschenketrubel, Kaufrauschtrubel entgehen. Oder ihr könntet zum Beispiel auch so eine Art Wichteln veranstalten, dass man nicht ganz so viel Geld ausgeben muss, wenn man nicht ganz so viel Geld hat. Man könnte natürlich auch nur selbstgemachte Geschenke quasi akzeptieren und vereinbaren, dass halt jeder was persönlich herstellt. Oder man könnte natürlich auch zum Beispiel das Geld spenden, was eigentlich für Weihnachtsgeschenke draufgehen würde. Es gibt ja zum Beispiel Krankenhäuser, Kinderheime, Hospize, irgendwelche Hilfsorganisationen. Es gibt ja immer Leute, die Hilfe gebrauchen. Und wenn man jetzt meint, man hat alles, man will gar nicht unbedingt irgendwas schenken oder verschenkt oder geschenkt bekommen, dann kann man das natürlich auch irgendwie so machen. Wenn die ganzen Weihnachtslieder in Kaufhäusern stören. Diese endlos Schleifen an White Christmas, Last Christmas, Jingle Bell, O Tannenbaum und was es nicht alles gibt, der sollte auf jeden Fall immer einen MP3-Player dabei haben mit seinen Lieblingsliedern oder den neuesten Charts oder was weiß ich. Und den Kopfhörer natürlich im Kaufhaus dann auch immer tragen. Um auf diese ganzen Weihnachtslieder zurückzukommen, wäre es zum Beispiel auch eine gute Idee, immer wenn man Last Christmas von Wham hört oder Wham, wie auch immer das ausspricht, dann immer 50 Cent ins Sparschwein zu werfen. Ich wette, da habt ihr Ende der Adventszeit ein ganz schönes Sümmchen zusammen. Und das könnt ihr dann entweder für Weihnachtsgeschenke nutzen oder ihr schenkt euch selber was oder ihr spart es einfach. Das geht natürlich auch, ne? Das Gute an der Adventszeit und an diesem ganzen Konsum und dem ganzen Weihnachtstrubel ist aber auch, dass es zu Weihnachten immer Rabattaktionen gibt. Das heißt, ihr bekommt viele Sachen viel günstiger. Auch wenn ihr vielleicht gar nicht jetzt so auf Weihnachten steht und das nicht feiert, dann kann es aber trotzdem sein, dass ihr das Handy, den MP3-Player oder was auch immer haben wollt, günstiger bekommt. Dann könnt ihr also diese Rabattaktion zu Weihnachten auf jeden Fall für euch nutzen. Was in dieser Zeit natürlich auch sehr von Bedeutung ist, ist das abendliche Fernsehprogramm. Es wird wohl kaum einen Sender geben, vor allen Dingen natürlich an Weihnachten selber, wo kein Weihnachtsthema aufkommt. Also da läuft ja der Fernseher mit Weihnachtsfilmen heiß oder Serien über Weihnachten oder irgendwelche Fernsehprogramme, wo Weihnachten thematisiert wird. Am besten steigt ihr da entweder aufs Lesen um oder ihr holt euch irgendwelche DVDs. Entweder kauft ihr die oder ihr holt euch die aus der Videothek. Ein weiterer positiver Nebeneffekt von Weihnachten ist es, dass ihr so viele freie Tage da habt, entweder weil das natürlich Feiertage sind oder weil die Firma komplett über Weihnachten und Neujahr zumacht. Das ist ja in vielen Firmen so, dass dann Urlaub auf jeden Fall genommen wird. Und dann habt ihr viel freie Tage für wenig Urlaubstage. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und falls ihr trotzdem arbeiten müsst an den Feiertagen, da gibt es ja so verschiedene Berufe, die trotzdem arbeiten müssen, wie zum Beispiel die Krankenschwester, dann
ist es wahrscheinlich so, dass an Weihnachten weniger zu tun ist als sonst. Also ihr habt nicht den ganzen Trubel rumherum wie an den normalen Arbeitstagen, sondern über die Feiertage ist es ruhiger. Da ist vielleicht nur so Notbetrieb, sage ich mal. Und das ist ja auf jeden Fall auch schon mal viel wert. Wenn ihr zum Beispiel Weihnachten auch gar nicht feiert, dann haben zum Beispiel über Weihnachten auch viele Museen geöffnet. Oder manche Kinos haben auch auf. Manche so Wellness-Tempel, die haben geöffnet, sodass ihr da eure Weihnachtszeit quasi verbringen könnt, ohne viel von Weihnachten mitzubekommen. Außerdem ist es natürlich so, dass zum Beispiel im Kino oder im Museum auch über Weihnachten nicht besonders viel los ist. Das heißt, ihr könnt euer Museum, was ihr schon lange mal anschauen wolltet, dann auch ganz in Ruhe genießen. Was viele an Weihnachten ja auch machen, ist Weihnachten in der Disco feiern. Also einfach mal abtanzen und garantiert wird da mit Sicherheit kein Weihnachtslied gespielt, würde ich mal fast behaupten. Was natürlich auch eine gute Idee ist, über Weihnachten einfach mal irgendwie die Freunde einzuladen und selber eine Party zu schmeißen. Das muss ja auch keine Weihnachtsfeier sein. Ihr könnt ja dann auch irgendwie eine Kostümparty machen. Oder ihr macht es euch einfach gemütlich und vergesst im Prinzip, dass Weihnachten ist, ohne irgendwelche weihnachtlichen Aktivitäten. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass ihr Weihnachten nicht leiden könnt, Weihnachten aber trotzdem feiern müsst, weil das in der Familie halt ebenso üblich ist, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr während der Feierlichkeiten euch mal eine Auszeit gönnt. Ihr müsst ja nicht jetzt die komplette Stundenanzahl mit der Familie zusammenhängen. Ihr könnt ja mal einen Spaziergang zwischendurch machen. Oder ihr helft eurer Mutter oder dem Gastgeber beim Spülen oder beim Vorbereiten von irgendwelchen Speisen, Nachtischen oder was weiß ich. Oder ihr geht mit den Cousins und Cousinen oder mit irgendwelchen anderen Kindern mal nach draußen, spielt mit denen, baut einen Schneemann oder was man halt sonst noch so machen kann draußen. Es ist halt wichtig, dass ihr dann nicht die ganze Zeit dort hockt, wo ihr eigentlich nicht sein wollt. Das Gute an Weihnachten ist außerdem, dass es immer richtig leckeres Essen gibt. Also zu Weihnachten gibt es ja eigentlich immer irgendwas Besonderes. Ob das jetzt Plätzchen sind, die natürlich immer oder meistens ziemlich lecker sind, oder der Festbraten. Es ist ja immer ein Genuss und vielleicht ist dann halt eben das Highlight des Tages, wenn es schon Weihnachten selber nicht ist. Weihnachten ist außerdem ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal wieder die Leute zu treffen aus der Familie, die man nicht so häufig sieht. Oft ist es ja so, dass die Familie gerade an Weihnachten dann zusammenkommt aus allen möglichen Winkeln der Welt oder von Deutschland oder auch nur von eurem Bundesland. Und es ist doch schön, dann eure Lieben mal wiederzusehen. Wenn es natürlich so ist, dass da Familienmitglieder dabei sind, die ihr überhaupt nicht leiden könnt, die euch ständig mit den gleichen Fragen nerven, die überhaupt nicht verstehen, dass ihr schon, keine Ahnung, 18 seid und nicht mehr 8, dann ist es oberste Priorität, keinen Streit zu provozieren, sich selber natürlich nicht provozieren zu lassen. Wenn ihr geärgert werdet, wenn ihr provoziert werdet, dann atmet einfach tief durch, denkt euch euren Teil und bleibt immer freundlich. Denn nichts ist schlimmer als dann auch noch dieses Weihnachten, was man dann vielleicht sowieso schon nicht so gerne feiert, dann auch noch im Streit zu verbringen. Auch wenn ihr auf das Ganze überhaupt gar keine Lust habt, wenn ihr keinen Bock auf die Weihnachtsmesse oder auf die Tante oder auf wen auch immer oder was auch immer habt, bleibt trotzdem freundlich. Denn nur weil ihr keine Lust darauf habt, die anderen freuen sich vielleicht das ganze Jahr über auf Weihnachten und denen gerade dann die schönste Zeit des Jahres zu vermiesen, ja, das wollt ihr eigentlich nicht und die anderen wollen es natürlich auch nicht. Und es wäre doch auch gemein, oder? Im Zweifelsfall ist es natürlich das Beste, einfach Urlaub zu machen. Einfach wegzufahren. Natürlich am besten in irgendwelche Länder, die Weihnachten vielleicht nicht unbedingt so exzessiv feiern, wie zum Beispiel Amerika. Ansonsten, wenn ihr nicht das Geld habt, Weihnachten im Ausland zu verbringen, dann macht es euch halt einfach zu Hause schön. Lest ein Buch oder guckt einen Film oder macht irgendwas, worauf ihr Lust habt. Das sind so meine Tipps für die Weihnachtszeit und auch natürlich für die Feiertage.
wenn ihr ein Weihnachtsmuffel seid oder wenn euch auch einfach nur das Familientreffen mit irgendwelchen Angehörigen nervt, die ihr nicht leiden könnt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen oder ein bisschen aufgemuntert. Und ich wünsche euch natürlich, dass der Super-GAU zu Weihnachten in welcher Form auch immer nicht eintrifft. Ich wünsche euch schöne Weihnachten oder halt ein schönes Umgehen von Weihnachten. Was habt ihr denn noch so für Ideen oder Tipps für Weihnachtsmuffel oder für die Festtage, wie man eine Katastrophe verhindern oder abwenden kann? Schreibt sie doch in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.